Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft mit unserem Hexenmeister, dem Baroshem. So, jetzt hatte ich gerade einen leichten Knopf im Kopf. Wir müssen einmal da runterfliegen. Und da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir, müssen wir irgendwas sammeln, ne? Ja, komm her. Greift doch an. Wie geht's euch, Leute? Wie habt ihr die Woche bis jetzt überstanden? Heute ist ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Mittwoch, Donnerstag? Ja, sowas halt. Ach, da ist noch einer. Ihr schaut ja. Schau dir. Ja. Ich bin ja immer noch am Vorproduzieren jetzt, ne? Das kennt ihr aber eh schon. Ich produziere immer eine Woche vor. Muss ich, weil sonst könnte ich das nicht alles stemmen. Hier ist eine Kiste. Ja. Komm, nehmen wir mit. Die nehmen wir doch mit. Ist doch ganz logisch. Die Zeit gönnen wir uns, ne? Wir haben die Zeit. Ganz Legion werden wir nicht schaffen. Auch jetzt, wenn ich nur durchrushe durch die Story-Quests. Also quasi nur die Kapitelspiele und die ganzen Nebenquests auslasse. Werden wir eh weitgehend tun, ja. Aber so kleine Kleinigkeiten nehmen wir schon mit nebenher. So. Was haben wir da? Ja, nix. Hat das jetzt EP, nicht mal EP gegeben? Das ist aber Kacke. Dann zahlt sich ja das Kistensammeln hier gar nicht mehr aus. Ich dachte, das gibt zumindest EP. Muss ich das da sammeln? Ja. Ach komm. Habe ich wahrscheinlich gerade hier so an seinem Zipfel gezogen, ne? Ist aus der Erde gesprungen und gesagt, ey, das ist mein Zipfel. So, bam. Hier sollte ein Rare Mob stehen. Ein Rare Mob, das ist wahrscheinlich Erdop. Wo ist meine Mülltüte? Wieso ist meine Mülltüte jetzt nicht da? Einmal Mülltüte bitte kommen. Mülltüte in Gang 10. Ey, die haut aber ordentlich rein, die Miete. Ey, komm, betäuben musst mich auch noch, ne? Also Mülltüte geht's noch gut. Kriegt weniger Schaden ab hier als wir, ne? Und wir sind der Range, die nicht der. Ey. Munzekatze, du nervst. Sekan. Unser Vorteil halt ist, dass wir uns ein bisschen leicht heilen können. Uns der nicht immer anspringen wird. Oder betäuben wird. Ein Karamba. Marito, du vergeigst es schon wieder, ne? So, und jetzt ein Schattenblitz nach dem anderen drauf. Zack. Bams. Bams. Wie absorbieren? Bams. Nix absorbieren da. Nix betäuben da. Bams. Er ist schon ein bisschen lästig, das Vieh. Und für 215 EP. Das zahlt sich ja gar nicht aus. Nee. Wir wollen fliegen, nicht mehr reiten. Das zahlt sich ja jetzt wirklich gar nicht mehr aus, dass man hier so die Rahmöpse oder so legen, ne? Was brauchen wir hier?
Seht ihr hier was Leuchtendes? Seht ihr hier? Ah, da. Flasche mit Luftfunke. So. Was haben wir hier noch? Was ist das? Schellzuhl, der Hochbergstamm. Ach, wir sehen hier auch schon Angriffe der Legion. Ah, okay. Da müssen wir hier rüber. Was ist hier jetzt noch? Ich dachte, das habe ich gerade eingesammelt. Auf den Hochberg ist es Sitte, für Ware zu zahlen. Wendet euch an mich, ihr Luftfunken. Ja? Ja, eh. Du sollst handeln. Flasche mit Luftfunken. So. Und mach mich nicht so von der Seite an hier, Lana. Himmelsfunke. Gut. Einmal gehen wir jetzt hier ab. Das war unten, ne? Die Quest war unten, glaube ich. Und dann fliegen wir gleich zur nächsten Quest drüber, zum nächsten Stamm, den wir gewinnen müssen. Können wir jetzt hier schnell über die Trommel hüpfen. Bam, bam, bam. Was ist da? Eine Schatztruhe, die nicht EP gibt. Was heißt, Schatztruhen lasse ich jetzt wirklich aus. Die bringen mir gerade gar nichts. So, Geistwandler Ebenhorn. Mit der Magie von Erde, Luft und Wasser sind wir hier in den Bergen sehr vertraut. Ah, die werden unserem Zweck äußerst dienlich sein. Die Stärke unseres Stammes lässt sich auf Hullen Hochberg zurückführen. Als die Legion uns das letzte Mal auslöschen wollte, hatte sie besiegt und viele der verstreuten kleineren Stämme vereint. Durchlebt seine Geschichte, um zu verstehen, warum sein Name den Ängstlichen Mut macht und den Mutigen Angst einflößt. Wir haben Glück. Hätte der Unterkönig all die Geheimnisse des Hammers erfahren, würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Im Moment führt er sich zwar auf wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Gefährlich, sicherlich. Aber er wird noch gefährlicher sein, je länger sich der Hammer in seinem Besitz befindet. Erzählt mir mehr über Hullen Hochberg, den Rücktritt betreten. Ach, ich muss den jetzt spielen, oder was? Okay. Ay, caramba! Da stehen sie eh alle auf einem Ding und warten nur, dass ich da mal reinhau. Abgeschlossen. Dann mukun wir uns da mal drüber. Hätten sie mir das vorgesagt, wäre ich gleich darüber gelaufen und hätte einfach am Weg alles mitgenommen. Macht auch Spaß. Ja, so war das damals, ne? So und nicht anders. Ist das gewesen? Wen haben wir hier? Ungak. Ungak. Gefiederter sagte, ihr kommt. Ungak, keine Hoffnung, ihr kommt. Danke, Taurin. Shando nach euch gefragt. Hat Echo Rotier mit Nachricht am Geschirr geschickt. Ungak hört Geräusch, wie Echero kämpft. Ihr sucht hier? Um Helfen vielleicht gefiederten Nachtelf erleichtert? Was auch immer du meinst. Sehr gerne. Ist das quasi jetzt zurück in die Zukunft, ne? Kann man so sagen? Ne? Zurück in die Vergangenheit. Du da, du da, da kommt ein Drache, fliegt vorbei. Du da, du da, day. Dann haben wir hier einen Elch. Echero. Echero sieht kurz auf und senkt dann wieder den Kopf vor euch. Das Tier ist euch dankbar für die Hilfe.
Echiro stupst eure Hand an und dreht sich um. Dabei wirft er einen Blick zurück und bedeutet euch, nach Süden zu gehen. Das ist aber nett von ihm, wenn uns das bedeutet. Was haben wir hier? Echiros Segen. Heilt Huhn. Kein Hahn, nur das Huhn. Ja, komm her da. Dann haben wir hier einmal Furie und Sturmcreme. Servus. Ich bringe Echiro mit euch. Und was ist das? Der Segen des Szenarios? Szenarios hat viel riskiert, indem er hierher gekommen ist. Wenn auch nur kurz, um euch einen Segen zu gewähren. Er hat gesehen, was ihr zu leisten imstande seid und hat euch zum Champion in seinem Kampf erwählt. Ich werde später mit euch darüber sprechen, das ist wirklich ein seltenes Geschenk. Aber jetzt bitte ich um eure Hilfe, Hulen, Hochberg. Ich muss meine Beschwörungen abschließen, damit Triaden, die sich jenseits des Schleiers befinden, Zugang zu diesem Ort finden und uns helfen können. Und ich soll dich jetzt währenddessen wahrscheinlich hier ein bisschen beschützen, ne? Ja, so ist das im echten Leben auch immer, wenn ich ein Tor verteidige, ne? Dann liegt da immer eine Armee davor. Abgeschlossen. Das Ritual ist vollendet. Verstärkung wird durch das Portal kommen und uns im Kampf gegen die dämonische Horde unterstützen. Unten auf dem Schlachtfeld führt jetzt jemand das Kommando, den ihr meines Wissens kennt. Jared Schattensang hält große Stücke auf euch und wünscht, dass ihr an seiner Seite kämpft. Er will diesen Kampf endgültig beenden. Freunde? Ups, das wäre jetzt fast schief gegangen, ne? Das wäre jetzt fast schief gegangen. Tralalala. Der Herr... Ups. Der Herr Schattensang wartet auf uns. 1, 2, in der Leiche. Was ist denn heute los mit mir? Ich freue mich sehr, euch zu sehen, treuer Verbündeter. Ich bin vollauf damit beschäftigt, meine Truppen und die Planung für den bevorstehenden Kampf zu organisieren. Ich würde den Schreckenslord Tichondrius sehr gerne persönlich töten. Aber ich überlasse euch diese Ehre, Hulen Hochberg. Ja gut, dann machen wir das. Tichondrius, wo bist du denn? Komm, ich komm und hol dich. Und das war's auch schon. Das war die Erinnerung über Hulm Hochberg. Mit dem Adlerspeer vertrieb Hulm Hochberg Tichondrius. Nach dem Krieg der Ahnen kehrte Hulm zurück und gründete eine Familie. Bald darauf ließ er sich von seiner Frau scheiden und zahlt nun Alimente für seine 15 Kinder. Versteht ihr jetzt, wie mächtig Hulm war? Er hat die Stämme vereint und unfassbar mächtige Feinde besiegt. Hat er gut gemacht, ne? Hat er grundsätzlich ganz gut gemacht. Hulns Krieg, Erfolgsfortschritt, Bergho, schließt die folgenden Geschichtsstränge ab. Okay. Mailas Vater Ulan war unser letzter Oberhäuptling. Er wurde getötet, als er den Unterkönig davon abhalten wollte, den Hammer von Kaskorov zu ergreifen. Ich habe Myla schon ihr ganzes Leben lang beobachtet und weiß deshalb, dass sie genug Tapferkeit und Stärke besitzt, um die Rolle des Oberhäuptlings zu übernehmen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie dies selbst erkennt. Würdet ihr uns am Stadteingang entlang der südlichen Klippen treffen? Es gibt ein Ritual, das helfen kann, doch um es zu überleben, bräuchten wir eure Hilfe. Okay... Was willst du, Torf, von uns?
Diese närrischen Kälber. Sie haben sich schon wieder mit unseren zeremoniellen Trommeln davon gemacht und behandeln sie wie Spielzeuge, wie normale Trommeln. Könnt ihr mir helfen, sie wieder einzusammeln? Sie haben sie sicher überall in ganz Donnertotem liegen lassen, nachdem sie damit ihren Spaß hatten. Okay. So, irgendwie kommen wir hier nicht weiter im Gebiet, ne? Jetzt sammeln wir hier mal die Trommeln. Die Drums. Wir sammeln die Drums, wir sammeln die Drums. La 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 la. Schadadin. Mit Krieger oder mit Jäger, mit jeder anderen Klasse wird es viel einfacher gehen, ne? Wer hat meine Bongos? Bongo, Bongo, Bongo. Ich bin der Bongo Mongo. Okay. Haben wir hier alle Bongo Mongos? Schaut so aus. Gehen wir mal hier raus. Was haben wir hier für eine Quest? Nix. Achso, das ist nur die Bongo Mongo Quest. Aber wir fliegen mal hier einfach rauf. Da tun wir uns wahrscheinlich leichter. Als wie wenn wir da jetzt ewig lange auf den Aufzug warten. Was ist denn das? Trommelklauer der Blaukerzen. Du nicht nehmen Trommel. Das ist ja der optimale Titel für die Folge, oder? Du nicht nehmen Trommel. Vor allem, was wollen die mit der Trommel? Ich kümmere mich da jetzt bewusst nicht um den Angriff hier von der Legion. Das ist eigentlich gar nichts bringt, ne? Bringt ja nichts. Wo ist die Trommel hin? Denn du trägst keine Trommel mit dir. Nicht für mich und für irgendwen. Denn du trägst keine Trommel mit dir. Wuhu. Der trägt auch keine Trommel. Ey, wieso tragen die keine Trommel? Hat das einen Grund? Achso, weil ich die schon fertig habe. Ah. Na dann. Erklärt das doch viel. So, was fehlt jetzt noch? I can't fly in the air. Da ist eine Trommel. Das ist halt immer so, weißt du, du nimmst dir irgendwas vor für eine Folge und du kommst dann aber nicht dazu, weil du Trommeln sammeln musst. Weil du einfach Trommeln sammeln musst. So, hier geht es ein bisschen flotter voran. Ich werde die Quest auf jeden Fall jetzt nicht gleich abgeben. Sieht noch jemand eine Trommel? Trommeli und Trommela. Da drüben, da sind noch ein paar. Ich werde die Quest jetzt nicht gleich abgeben. Ich fliege jetzt dann trotzdem weiter zum nächsten Quest-Hub. Wir kommen so oder so wieder hierher und da können wir auch die Trommel dann abgeben, ne? Uhu. Hier bitte einmal rüber.
Dann können wir zumindest morgen in der nächsten Folge dann eben drüben hier beim Lasagne Himmelshorn weiter questen. Und ich sage mal vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich natürlich über zahlreiche Likes und Kommentare. Bis morgen. Ciao, baba, euer Marito.